So, alle zusammen. Ich habe mir überlegt, wann ich wie soll weitergehen mit meinem YouTube-Kanal und was für Videos ich soll machen. Und ich habe gedacht, ich brauche ein Konzept, dass ich jeden Tag weiß, was ich soll machen, wenn ich Lust habe, um etwas zu machen. Das ist jetzt mal, was ich so gedacht habe. Da werde ich mich nicht immer schön halten. Aber dass ich einfach etwas habe, um wissen, wann ich jetzt für ein Video produzieren soll. Und wie ihr es gesehen habt, möchte ich abwechslungsreiche Videos machen. Das vielleicht für mehrere etwas hat, tendenziell ist es für Nerds. Aber es sollte auch irgendwie sonst irgendetwas haben. Am Montag wollte ich ein Video über Mathe machen, wenn ich jetzt über Logik gemacht habe. Ich muss schauen, ob ich es kürzer machen oder gleich. Es ist ein bisschen schwierig, weil wenn ich es zu kurz mache, dann kann ich halt nicht alles sagen, was ich will. Ich habe aber natürlich noch viel Fortschritt machen, indem dass ich einfach mehr sage und nicht so viel Pause mache und einfach produktiver bin von der Sprache her. Ja, am Dienstag denkt, wird die Sachen übers Lernen bringen, über Hilfe und Sachen, wie ich Sachen lerne, recherchieren, was auch immer. Also das Ziel wäre, dass ihr könnt bei dem Lernen und dass ich euch eine Plattform zum Beispiel vorstelle, wo halt zeigt, wie man kann lernen kann. Beispiel wäre Wikipedia, TEDx. Die ihr nicht kennt, da kommen schon noch Videos drüber. Dann werde ich vielleicht im ersten Video die Zeit selber vorstellen und nachher dann einzelne Artikel oder Videos oder was auch immer daraus, die mich beeindruckt haben oder so. Da wäre eben das Programm wahrscheinlich vom Dienstag. Am Mittwoch werde ich nützliche Sachen Video drüber machen. Also nützlich. Einfach Internetseiten, Apps, Programme, wo für die einen nützlich sein könnte. Natürlich kommt es darauf an, ob man sein Interesse in der Richtung hat von dem Programm oder von dieser App. Aber wenn man es hat, dann ist das sicher eine gute App oder was auch immer. Ich tue da nur Sachen vorstellen, die ich auch wirklich selber benutze. Mal schauen, wie lange ich da kann, weil ich kann ja nicht, ich kenne nicht unendlich Internetseiten und so. Aber ich denke, für die nächsten paar Wochen sollte es schon etwas haben. Ich denke, ich stelle jetzt mal etwas vor und ein bisschen genauer. Ja, vielleicht auch zwei Sachen, wenn es gerade zusammenpassen. Am Donnerstag habe ich gedacht, einen Rückblick machen, also über die letzte Woche, weil am Donnerstag ist mein letzter Schultag. Dann kann ich eigentlich sagen, was mich so ein bisschen bietet. Was mich so ein bisschen interessiert, bewegt hat letzte Woche, in dieser Schulwoche. Eigentlich eine Art Vlog über die letzte Woche. Ich probiere Wochenende und Freizeit ein bisschen daraus auszuhalten, aber mal schauen. Freitag habe ich gedacht, Vlog, wo ich frei habe. Da muss ich noch überlegen, ob ich da wird oder ob ich dann nicht wechseln mit einem anderen Tag. Zum nicht zu privat werden. Einfach mal schauen. Am Freitag hätte ich vielleicht, eben weil es nicht Schule ist, ist jeder Tag vielleicht etwas anders in der Freitag. Und nicht immer halt das Gleiche. Ich gehe in die Schule und komme heim. Und es ist gut gewesen. Fertig. Ja. Da muss ich noch schauen. Samstag mache ich Behind the Scenes, das klingt jetzt krass. Ja, ich wollte einfach Sachen vorstellen, wie nehme ich die Videos auf, was für Geräte habe ich, wo habe ich es gepostet, wie viel haben es gekostet. Möchte ich so ein Hilfsmittel nach dem anderen vorstellen und so dann da euch näher bringen. Und am Sonntag habe ich gedacht, etwas Philosophisches. Da habe ich mir noch nicht so genau überlegt, wahrscheinlich mache ich am Sonntag auch kein Video. Weil dort läuft eh genug. Ja, das sind einfach die gewesen.
die Kategorien, die ich gedacht habe, dass es einfach mehr Abwechslung gibt im Kanal. Ich hoffe, das gefällt euch. Und ja, ihr bleibt weiterhin Abonnenten bei mir oder werdet neue Abonnenten von mir. Würde mich sehr freuen. Und dann werdet ihr auch immer die Weiterentwicklung von dem Kanal sehen. Ich hoffe, es geht noch Fisch vorwärts, Fisch ue und meine Qualität wird besser von meiner Stimme, von meiner Aussprache, von meiner Geschwindigkeit. Und dass ich einfach ja, möglichst gutes Video dann mit der Zeit kann machen kann, das das überbringt, was ich damit sagen will. Also ich hoffe, euch gefällt es. Ich nehme jetzt gerade noch das erste Mittwochsvideo auf. Bis nachher.